Patrick Heil, der Kreisbrandinspektor des Landkreises Gotha, ist heute in der Berufsfeuerwehr Gotha zu Gast und hat einen Koffer mit. Keinen Koffer voll Gold, sondern was befindet sich in diesem Koffer? Hier handelt es sich um ein Brandschutzset für die Brandschutzerziehung, für die Grundschulen und für die Kindergärten. Dieses Brandschutzset, ist das vom Landkreis angeschafft worden und ist es nur ein einzelnes Stück oder gibt es noch mehr davon? Also insgesamt wurden 14 solche Sets beschafft, die den größeren Städten und Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften zur Verfügung gestellt werden. Ursprung ist, dass wir im letzten Jahr Fördermittel für die Brandschutzerziehung vom Land Thüringen erhalten haben, in Höhe von rund 17.000 Euro, was jedem Landkreis und kreisfreien Stadt frei zur Verfügung gestellt worden ist. Daraufhin haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir das Geld sinnvoll bei uns einsetzen können und haben gemeinsam mit dem Kreis Jugendfeuerwehr, dem Kreisfeuerwehrverband und den Kreisbrandmeistern debattiert, dass wir halt solche Brandschutzsets für die Brandschutzerziehung beschaffen wollen und den Gemeinden dementsprechend zur Verfügung stellen. Was kann man alles mit diesen Sets machen, wenn man in den Kindergarten und in die Grundschule geht? Ja, also in erster Linie reden wir um Kleinkinder, denen soll möglichst spielerisch beigebracht werden, wie ein Feuer entsteht, wie man auch ein Feuer zur Not löschen kann oder welche Hilfsmittel es dementsprechend weiter gibt, wie wir hier schon sehen, Rauchmelder oder ein Handdruckmelder. Und das zweite Set besteht aus einem Notrufübungsset, in dem also der Notruf simuliert werden kann, wo dann also die Kinder erstmal den richtigen Notruf wählen müssen und dementsprechend dann auch die sogenannten 5W-Fragen beantworten müssen. Die da wären welche? Ja, in erster Linie ist es natürlich erstmal, wer anruft, wo ist etwas passiert, was ist passiert, wie viele Verletzte und dann nochmal warten auf Rückfragen. Von den Sets, hatten Sie gesagt, sind 14 gekauft worden, reicht natürlich nicht ganz für jede Kommune. Wenn es eine Pflichtaufgabe der Gemeinden ist, dann müssen die sich zusammentun und dann tauschen, oder? Ja, also das sollte ja schon mit der Sinn sein, dass die Gemeinden sich da dementsprechend ergänzen. Also wenn dann die Ortsteile dementsprechend mal mit dem Bedarf haben, deswegen wird es der Stadt oder der Gemeinde übergeben und nicht einer Feuerwehr symbolisch, sodass man sich dementsprechend ergänzen kann. Aber die Gemeinde soll natürlich auch, weil sie ihre Pflichtaufgabe vielleicht das Resultat ziehen, ja, die machen Sinn, die Koffer, und tun dann dementsprechend nochmal selbst beschaffen. Vielen Dank fürs Interview. Bitte, sehr gerne.